So, da bin ich wieder zurück bei Secret of Mana im Hard Mode, in der Höhle zur Meuchelnatter, die gegen einen Drachen kämpft. Und ich habe euch die Höhle diesmal erspart. Wir werfen uns direkt in den Kampf mit der fiesen Schlange und hoffen, dass wir sie dieses Mal kaputt geschlagen kriegen. Ich habe meinen Hauptcharakter mit zwei Buff-Zaubern ausgestattet, da die beiden Damen wahrscheinlich sowieso relativ zeitliches segnen werden. Und ich werde auch diesmal, wenn Faye tot ist, was jetzt der Fall ist, sie auch nicht wiederbeleben. Ich werde den Kampf also nur mit Lily und Faye bestreiten müssen. Und wahrscheinlich dann, Lily und Faye, sage ich mal, mit Lily und meinem Hauptcharakter. Und wahrscheinlich auch nur mit dem Hauptcharakter, da Lily sie wahrscheinlich gleich, drauf geht. Auch wenn ich hier versuche, sie zu retten. Aber die KI ist nun mal sehr bescheiden. Die Schlange bewegt sich immer diagonal, habe ich jetzt schon rausgefunden. Ich bin also relativ gut aufgehoben, wenn ich im 90-Grad-Winkel zu ihr stehe. Aber deswegen kann sie mich trotzdem relativ schnell vermöbeln, wenn ich nicht aufpasse. Irgendwie habe ich auch keine Ahnung, was ich besser machen kann. Ich versuche einfach, die Damen irgendwie am Leben zu halten. Und mit meinem Hauptcharakter der Schlange eins nach dem anderen reinzuwürgen. Aber, naja, 2500 AP sind auch nicht einfach mal so weg. Die Schlange wird immer schneller. Ich belebe Lily wieder, dass sie mich heilen kann. Das ist doch der einzige Grund, warum ich sie wieder heile. Und dass sie mir ab und zu vielleicht ein paar Juwelenregenzauber vom Leib halten kann. Ja, so viel dazu, Lily. Komm. Sei nett. Sei lieb. Du kannst dich nicht heilen, weil du keine Zauberpunkte mehr hast. Und die Schlange kommt schon wieder vorbei und schenkt dir gleich wieder eine ein. Super. Die Schokolade hat sich gelohnt. Wir müssen ein bisschen... So, hier sind wir relativ gut aufgehoben. Einmal Schokolade... einmal Walnuss, einmal Bonbon. Oh, komm, Lily, komm. Oh Mann. Und da ist sie wieder dahin geschieden. So. Ja, Lily tankt hier die Schlange. Das ist zwar jetzt nicht der Sinn der Sache, aber wir nehmen, was geht. Einmal Analysezauber. Ich will wissen, wo ich stehe. Auf die Meuchelnatter. Okay, 1600 HP haben wir noch vor uns. Also alle bei zwei Schläge haben wir ungefähr 100 HP weg. Ach Lily, komm. Komm, weg. Wie kommt die Schlange dahin? Komm her, schnell. Wir haben keine Zeit, Ich versuche sie aufzuhalten. Solange du dich heilst. Nein, Lily. Probieren das Ganze nochmal. Wobei hier Lilia eigentlich ganz fantastisch tankt. Ach man. Und da scheidet sie dahin. Wie viel Lebenswasser habe ich noch? Ich habe noch eine Schokolade und drei Lebenswasser. Okay. Das nutze ich jetzt hier aber nicht. Ich warte, bis die Schlange sich wieder verpisst hat. Oh nein. War das schon der spielentscheidende Fehler für diesen Versuch? Nein, noch nicht. Haha. Wiederbeleben. Wie viele Bonbons habe ich noch? Zwei. Eins für mich. Solange Lily da rumsteht, kann ich eh nicht viel machen. So, wo bist du? Du fieses Dreckschlangenteil. Arschgesicht. Lily, weg! Weg da! Jawoll. Immer wieder eine reinwürgen. Der Analysezauber. Und jetzt weg da! Weg da! Ah, verdammt. 1000 HP, also noch 20 Mal richtig treffen. Jawohl, weiter so, Para, das schaffst du. Also, nein, Lily, komm. Oh, 6 HP. Kleinvieh macht auch Mist. Ah, sie schießt Lily ab, sehr schön. Also, ja, nicht sehr schön, aber besser als mich. Heißt dich. Wow! Sie scheint sich immer auf irgendeinen Charakter einzuschießen.
Und du heilst dich direkt wieder? Nein, du heilst dich nicht. Du machst irgendwas anderes. Ja, mach Schutzaura auf dich. Denn ich heile dich. Oh, die Schlange. Hat sie sich geschnappt? Das Bonbon ist weg. Die HP auch. Finde ich jetzt so nicht in Ordnung. Lilly muss was trinken. Denn sie muss heilen. Wir haben nichts mehr zum Heilen. Das ist ganz und gar nicht lustig. Oh, die Schlange rettet uns immer wieder den Arsch. Lilly! Komm mal mit. Wir heilen dich jetzt mit einem Heilkräuter, dass du nicht mehr so viel Schaden nimmst, wenn sie dich erwischt. Du musst mich jetzt heilen. Das könnte sich jetzt als echte Scheißsituation rausstellen. Oh, das... Oh, wird das was? Leute, Leute, das, der Versuch ist echt gut. Und ich habe es ein paar Mal probiert jetzt. Ich habe euch davon verschont. Ach, Lilly. Oh, Mann. Ja, Lilly lässt sich am besten gleich wieder aufstehen. Zwei Leben hat sie noch. Ja, ich habe es ein paar Mal probiert. Ich musste die Safe States machen. Ich kann es nicht mehr sehen, die Höhle. Deswegen nehme ich jetzt einfach den Versuch hier wieder auf. Und ich hoffe, dass es der ist, der zum Erfolg führt. Ja, hast du gedacht, du kannst mich verarschen, Schlange? Hast du das gedacht? Ich will wissen, wo ich stehe. Analysezauber. Okay, Lilly. Wahrscheinlich... Oh. Zauber gleich nochmal Analyse. Solange sie zaubert, kann sie nicht getroffen werden. Das ist schon mal gut. Fürchte Elektra. 500 noch. 500 noch. Sie kann nicht mehr zaubern. Das heißt, jetzt ist alles Movement. Aber halt, nee. Der Juwelenregen kostet 3 Mana-Punkte. Sie kann noch einmal zaubern. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Jetzt hat sie aber das letzte Mal gezaubert. Jetzt ist sie dem Tode geweiht. Ich mache aber nochmal, dass sie stillstehen bleibt. Ja, komm runter. 200 HP. Wäre doch gelacht, wenn wir die nicht schaffen. Lilly, du und ich. Gemeinsam. Scheiß auf Hagen. Ich bin eh besser. Oh, scheiße, 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 Lilly. Jetzt bloß nicht leichtsinnig werden. Die letzten Ressourcen aufbrauchen. Wie viel Walnüsse habe ich noch? Noch 2. Lilly wieder aufstehen lassen. Oh, das war ein Crit. Der nächste Treffer. Der nächste Treffer ist es. Ja! Yes! Geil! Super! Lilly, du und ich, für immer vereint. Mit Schlangenhaut. Schwertorb. Leute, 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 Leute. Wenn ihr wüsstet, was mir dieser Kill bedeutet... Ich schaff's ja kaum. Da muss ich jetzt hier live und in Farbe, muss ich hier einen Schluck aus der Pulle nehmen. Meine Herren, ich habe schon lange nicht mehr so einen Kill gefeiert. Ich dachte, der Feuermutant oder der Schmusekater. Mm. Ah. So schmeckt der Sieg. Oh Mann. Ich dachte, der Schmusekater und der Feuermutant wären epische Siege gewesen, aber dieser Kampf... Um Himmels Willen, ich kann es kaum glauben. Ich möchte den Controller gar nicht mehr in die Hände nehmen. Ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Wir haben die Meuchelnatter besiegt. Und ich hoffe es wirklich, dass wir jetzt auf dem Weg, wo auch immerhin, nicht getötet werden. Dass wir speichern können. Und schau sich mal einer die Hupen von Lilly an. Jetzt mal ohne Scherz, seht ihr das da? Da wo die Peitsche ist. Ist das... Sieht das nur so aus, oder... Na, na, na. Einmal die Fleischpeitsche einsetzen. So, ja. Wir haben die Meuchelnatter besiegt. Können hoffentlich bald speichern. Und gucken, was jetzt da oben auf uns wartet. Eine Höhle. Oh, nein, 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 nein. Bitte, 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 bitte. Keine Tiere. Lass mich bloß in Ruhe. Okay, scheint relativ unbesiedelt zu sein hier das Ganze. Okay, sieht gut aus. Noch eine Höhle.
Aha. Scheinwerfer. Da ist der Drache. Der Drache, von dem der Pilzkönig gesprochen hat. Das soll der weiße Drache aus der Legende sein? Oh je. Die Meuchelnatter hat wohl seine Eltern gefressen. Das heißt wohl ja. Wir können ihn unmöglich hier lassen. Er wird sonst sterben. Aber er ist zu groß, um ihn herumzutragen. Bringen wir ihn zu König Pfifferling. Okay, machen wir. Der Drache. Tja, die Musik. Pfifferling. Erhält euch nur auf. Ich kümmere mich um den Kleinen. Aber Hoheit, schweig! Ihr drei geht jetzt. Ich passe schon auf ihn auf. Was haltet ihr davon, wenn ich ihn Lufti nenne? Wirk, toller Name. Warum seht ihr mich so seltsam an? Ich, wie dem auch sei. Der Drache heißt ab jetzt Lufti, okay? Gut. Zu Befehl, Majestät. Lufti klingt sehr hübsch und damit hat sich's. Das Kanoni-Reisebüro im Süden hat übrigens wieder geöffnet. Ihr findet den Feuerpalast irgendwo in der Wüste El Sandala. Okay, hast du sonst noch was zu sagen? Nein? Was ist eigentlich mit dir? Du siehst so komisch aus mit deinem lila Kopf. Ritter, hilf uns, Mana-Held. Mana-Held ist ein Wort. Unser letzter König wurde von einer riesigen Natter gemeuchelt. Ja. Hätte ich das mal vorher gewusst. Aber gut. Bertie. Oh, ihr seid es. Ja, wir sind es. Und wir haben einen Schwertorb. Oder? War das Schwertorb? Ja, Schwertorb. Schorfschwert zum Pestschwert. Ja. Was macht das Pestschwert? Da bin ich jetzt neidisch. Neidisch? Ich bin neugierig. Pestschwert. Effektiv gegen Insekten und anderes. Was heißt und anderes? Aber apropos Schwert. Ich nehme das Schwert mal wieder in die Hand. Einfach nur, weil es meine Hauptwaffe sein soll. Und mach mal kurz noch einen Check beim Händler. Weil ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal wieder eins sehen. So. Hier, du gelber Pilzkopf mit dem grünen Herz. 11.000 Gold. Wir brauchen Lebenswasser. Auf jeden Fall 4 Lebenswasser. So. Wir haben alle Lebenswasser aufgebraucht. Wir brauchen zweimal Schokolade. Zweimal Walnuss. Dann Schokolade in rauen Mengen. Wobei die doch relativ preiswert ist, muss man schon sagen. Die Bonbons haben wir auch so gut wie alle gegessen. Oder haben wir alle gegessen? Wir haben, glaube ich, alle gegessen. Ja, 11.000 Gold und die Heilkräuter haben wir auch aufgebraucht. Okay, super. Kaufen, verkaufen, nein, danke. Auf Wiedersehen. Und jetzt speichern, speichern, speichern. 11.000 Gold hatten wir. Haben fast unsere kompletten Ressourcen aufgebraucht. Bis auf 2 Walnüsse und 2 Heilkräuter. Die wir auch nicht brauchen konnten, da die Damen ja relativ oft das Zeitliche gesegnet haben. Und haben jetzt noch grandiose 1.000 Goldmünzen. Das ist schon ein recht teurer Spaß. Naja gut, wir haben noch einmal die Waffe geschmiedet. Aber das hat jetzt auch nicht die Welt gekostet. So, speichern. Zack. Und jetzt. Einmal durchschnaufen. Und wir machen uns auf Richtung Wüste El Sandala, wo wir den Feuerpalast finden sollen. So, ich rüste aber zuerst die Axt aus. Wo sind übrigens die 2 Gesundheitspunkte, die ich haben soll? Angeblich mit der Axt. So viel dazu. Ja, da kann mir sicher helfen. Dem habe ich jetzt geholfen, dem Schwachkopf. Aber immerhin kümmert er sich um unseren lieben kleinen Drachen, den wir jetzt gefunden haben. Ja, komm. Oma, lass das. Das hat ja eh keinen Wert. Die Damen. Wir sollen in den Süden. Und endlich wieder Licht. Tageslicht. Grüne Wälder. Unverschämt positive Musik. Und grüne Krabbelviecher, die mir ans Leder wollen. Halt, Insekten. Da habe ich doch eine tolle Waffe jetzt dagegen. Insekten. So, ja, ich bin überrascht. Naja. Macht jetzt auch nicht mehr Schaden als... Oh, kommt, Leute. Echt jetzt? Gerade haben wir einen epischen Sieg errungen und ihr macht euch schon wieder lang. Das kann's doch echt nicht sein. Ja, so viel zu effektiv gegen Insekten.
Leute, Leute, Leute. Das macht ja kaum Schaden. Was soll das? Al-Qaida-Kauz wieder da. Oh, Mann. Irgendwie ist gerade der Wurm drin, kann das sein. Aber immerhin, die Damen kümmern sich drum. Ab in den Süden. Wurm, den Vogel wegmachen da. Was sind eigentlich diese Puschel für Wesen? Sind das Säugetiere? Sind das Insekten? Sind das Lachsäcke? Sitzsäcke? Mobile Sitzsäcke? Was auch immer. Das Kanoni-Reisebüro im Süden hat geöffnet. Weg da, Puschel. Wie heißen die eigentlich? Aua, das war deutlich. Wie heißen diese Jungs eigentlich im Englischen? Ich weiß, dass die Pogo-Puschel in der englischen Originalversion, in der englischen Version Rabbit heißen. Von Rabbit und Bite, weil sie doch ab und zu so beißen. Aber ich habe keine Ahnung, wie die Turbo-Puschel heißen. Turbite? Wird sich vielleicht noch irgendwie rausstellen. Vielleicht google ich das Ganze mal. Allerdings ist es jetzt keine hohe Priorität auf meiner Liste. Priorität hat momentan hier nicht zu sterben und durchzukommen. Und es kann nun die Reisebüro im Süden. Wow! Okay, ich nehme alles zurück. Die Effektivität gegen Insekten war dann doch zu spüren. Auch wenn das ein Crit war und ich weiß nicht, ob ein Crit mit einer anderen Waffe auch getötet hätte. Aber da kamen wir her, oder? Nö. Nee. Doch, hier kamen wir her. Hier kommen wir in den 4-Jahreszeiten bald. Wir müssen das Kanoni-Reisebüro finden. Dass ich auch hier irgendwo sein muss. Ja, ich weiß nicht, ob jeder andere Crit mit jeder anderen Waffe auch gereicht hätte. Aber immerhin schlägt er zurück. Der Bub. Der Grüne hier. Ja, was denn? Leute, könnt ihr dem mal zeigen, wo der Ziegenbock den Honig hat? Ach, Lilly. Achso, ich habe die Dame ja auf Scheu gestellt. Das sollte ich vielleicht wieder rückgängig machen jetzt. Ja, er beißt. Tschüss, Junge. Beim Kanoni-Reisebüro werde ich die Damen wieder auf einigermaßen aggressiv stellen. Jeder Schaden, den wir bekommen können, ist guter Schaden. So, ist erledigt, das ist schön. Aber ich möchte jetzt trotzdem das Kanoni-Reisebüro finden. Warum musst du eigentlich immer deine Haustiere mitbringen, Faye? Schlimm, die Leute. Okay, hier bin ich anscheinend falsch. Habe ich mich jetzt hier im Wald verlaufen? Sieht ganz so aus. Und die Dinger, die hier durchfliegen, das sind übrigens Mana-Bestien. Oder Welpen davon. Die Anfangssequenz erzählt ja von Mana-Bestien. Oder von einer Bestie, die die Götter schicken. In Form eines Drachens. Und das hier sind die Drachenwelpen. Das sind Mana-Wesen. Und die deutsche Übersetzung ist da ein kleines bisschen undeutlich, denn sie spricht vom Mana-Drache. Die englische Version spricht vom Mana-Beast. Und da vom Mana-Beast gesprochen wird, gehe ich mal davon aus, dass von einem ausgewachsenen Mana-Beast gesprochen wird. Also was richtig Großes, das die Welt zerstören soll. Und das hier rumfliegt, sind die Welpen davon. Die kleinen Mana-Bestien, die noch groß werden müssen und dann andere Länder zerstören können. Die große hat ja schon eine. Und die werden dann wachsen, werden rumfliegen und finden dann irgendwann ihr eigenes Mana-Land, das sie zerstören dürfen. Wenn die Leute da nicht machen, was sie sagen. Und Leute, Leute, was ist hier eigentlich los? Ich renne hier total sinnlos im Kreis und suche das Kanoni-Büro und ich habe keine Ahnung, wo ich suchen muss. Ah, ist das vielleicht im Frühling? Ja. So viel dazu. Wir haben keine Magiepunkte mehr. Ich mache jetzt einfach eine Gewaltaktion und laufe hier durch. Lass mich mit der Rätselaura in Ruhe, du Arsch. So, so. Wir gehen. Wow. Du Arsch. Verpiss dich. So, hinüber. Trotzdem schlafend. Ich glaube, im Frühling... Nö. Lass mich doch einfach in Ruhe suchen hier. Oder was, im Sommer? Geht's im Sommer nach Süden? Oder nach Westen? Aua.
Kann es sein, dass sich das gerade erledigt hat? Nee, im Sommer. Ah, hier ist was. Ah, Kanone Reisebüro. Wir haben hohen Tribut zahlen müssen. So, gucken wir. Weicht von mir. Ich transportiere keine Gespenster. Ich hab's schon befürchtet. Beleben wir die Damen und Herrschaften wieder. Naja, was soll's. Wir werden schon genug Geld verdienen. Einmal Lilly heilen. So. Jetzt geht's. Ciao, ragazzi. 50 Goldmünze für einen Flug. Nö. Da will ich nicht hin. Och, Mann. Ich bin im falschen Reisebüro. Aber jedenfalls kann ich zurück, wenn ich zurück möchte. Will ich aber nicht. Wer will schon zurück in ein Dorf, das man aus dem man verbannt wurde? Ich, insgeheim will ich dahin zurück. Aber ich darf nicht, solange ich die Welt nicht gerettet habe. Aber so hat jeder seinen Job. Manche müssen ins Büro, andere müssen die Welt retten. Jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass die Gesellschaft funktioniert. Und ich habe jetzt hier echt die Nase voll so langsam. Ich will dieses scheiß Kanoni-Reisebüro finden. Hab aber keine Ahnung, wo ich noch suchen soll. Und die Gegner hier werden einfach nicht weniger. Da oben war nichts. Nee, da war nichts. Hier war der... Ja, weg da. Hört mal auf, eure Haustiere hier die ganze Zeit mitzubringen. Weg da. Hey, bitte. Etwas mehr Konzentration, bitte. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ja, da war der Orbschalter. Und, hier war ich hier schon. Ah ja, hier war der komische See. Und da waren wir auch schon. Da haben wir aber auch nichts gefunden. Und hier ist wieder so ein fieser grüner Drecksack. Jawohl, so muss das sein. Okay. 130 Schaden und eingeschläfert. Ach, ja. Ich habe keinen Bock, schon wieder ein Lebenswasser zu verlieren. Wobei, das wahrscheinlich keinen Unterschied machen würde. Jetzt verkrümeln wir uns erstmal hier hoch. Und hier sind wir wieder falsch. Weg da. Hier sind wir wieder falsch. Wir müssen also... Aua. Nö, hier bin ich wieder am See. Muss ich hier nicht nach Norden? Komme ich hier nach Norden nicht in das Trüffeldorf? Und kann ich nach Süden? Habe ich das schon geguckt? Weg da. Ah, ich kann da drüben nach Süden. Ich bin völlig verloren gerade. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Und ich kann mich dunkel daran erinnern, dass das... Ach, Mann. Dass das bei jedem Durchspielen immer wieder das gleiche ist. Ich laufe immer wieder falsch in dieser Gegend hier. Weil ich es mir auch... Aua! Mann, was soll denn das? Du Drecksack! Und das Spiel gibt schon wieder komplett auf. Die Frames sind einfach zu viel für meinen High-End-PC. Hier komme ich wohin? Nach Norden. Und gibt's hier ein Kanoni-Reisebüro? Gucken wir hier gleich nochmal. Was habe ich denn da gerade gehört? Da habe ich doch komische Ninja-Wölfe gehört. Hier ist es. Wurde aber auch Zeit. Ist ja schon fast peinlich gewesen. So, Kanoni-Reisebüro. Für 50 Goldmünzen könnt ihr überall hin, eh? Sandala? Weihnachtsinsel. Weihnachtsinsel. Für Weihnachten ist noch ein bisschen zu früh. Wir gehen nach Sandala, so wie der König uns es befohlen hat. Zur Wüste? Ganz schöne weite Strecke. Na dann, auf in die Kanone. Und sobald er sein Gold hat, hat er auch seinen italienischen Akzent vergessen. Ja. Und... Boom. Wir machen uns auf in die Wüste. Ich nutze diese kurze Flugsequenz.